Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, und wir sind ja hier wieder bei unserem Maison Derrière Teil 2. Jetzt geht's ja weiter. Wir hatten ja im ersten Part die Wände und alles gebaut und heute geht's ja ran, ja, die Fenster reinzubauen. Ja, du siehst, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, aber bevor wir jetzt gleich hier loslegen und gleich uns hier um uns schlagen und alles hier für die Fenster frei zu machen, brauchen wir natürlich auch Blockmaterial. So, an den Briefkasten gehen wir hier wie immer ran und holen uns erstmal hier, zack, die erste Reihe raus. Ja, damit beginnen wir erstmal so ein bisschen erstmal was Kleines, ne, zum Anfang. Und das heißt, ganz einfach mal Schwarzeichen, Blöcke, Bretter, wie man es nennen möchte, holen wir uns mal raus. Davon nochmal die passende Tür und nochmal die Treppen davon. Gefolgt holen wir uns dann natürlich noch Glas für die Fenster. Ich verwende heute türkises Glas. Kannst natürlich auch so zum Blauen, ja, zum Blauen übergehen. Ich sage mal, was einem besser gefällt, das sollte man auch verwenden. Okay, so, wenn wir das ganze Blockmaterial haben, geht's los. Und zwar nicht gleich, dass wir das jetzt verwenden, sondern dass wir erstmal alles freischlagen. Ich habe mir das hier schön markiert, dass ich das hier auch sehe und nicht das Falsche weghau. Wir fangen am besten, wenn wir auf der Vorderansicht sind, auf der rechten Seite an. Wir hatten ja diesen kleinen vorstehende Wand. Da gehen wir los und da setzen wir, also schlagen erstmal hier etwas raus für unsere Fenster. Wir fangen unten am besten an, lassen unten zwei Blöcke an sich Platz, an den Seiten jeweils auch immer zwei Blöcke oder drei Blöcke, wenn du jetzt, sag ich mal, das Weiße hier mitzählen willst. Dann schlagen wir hier drei Blöcke weg, an den Seiten haben wir natürlich dann drei Blöcke. Und das Ganze machen wir auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4 und 5. So, das müssen wir natürlich hier einmal freihauen. Dann haben wir schon mal das erste Fenster an sich freigehauen und darüber lassen wir einfach drei Blöcke Platz und schlagen dann auch eine Dreierbreite erstmal, ja, weg und das Ganze auf eine Zweierhöhe insgesamt, ne? Und schon haben wir diese Seite fertig. So, kommen wir einmal ein bisschen weiter nach links. Haben wir natürlich diese Lücke hier oder Spalte hier. Hier eigentlich auch in den Seiten darauf achten, dass wir drei Blöcke haben. Und unten zwei und dann können wir hier drei weghauen. Auch wieder hier auf eine Fünferhöhe. 3, 4 und 5. Dann lassen wir darüber wieder drei Blöcke Platz und schlagen dann hier wieder auch ein Dreier langes Fenster, auch eine Zweierhöhe hin. Sollte dann, ja, sag ich mal, oben offen sein. So, jetzt kommen wir natürlich vorne zu unserem Hauptkomplex, wo dann später auch der Eingang entsteht. Da fliegen wir unten einmal hin, suchen hier die Mitte. Blub, da ist die Mitte. Aber wir können ja nochmal zählen. Also an sich einfach jetzt hier von unserer Terrasse, die wir hier vorne haben, einfach darauf achten, dass wir hier drei Blöcke an den Seiten jeweils haben. Dann können wir hier natürlich diese Mitte weghauen. Hier haben wir auch drei. Passt also das Ganze auf eine Zweier-, Dreier-, Vierer-Höhe. So, dann geht es ein bisschen weiter höher. Wir richten uns jetzt einfach mal an den Seiten hier. Wir hatten ja, sag ich mal, jetzt hier dieses Fenster freigehauen. Und oben an der letzten Schicht hier an sich gehen wir hier so rüber und schlagen dann zwei Blöcke weg. Lassen einen da, 1, 2, 3 weg, einen da lassen und zwei wieder weg. Und dann haben wir hier natürlich noch einen Block. So, an den Seiten schlagen wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke weg. Insgesamt sind es natürlich 5. Gegenüberliegende Seite auch nochmal hier so weghauen. Zack, 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 zack. Haben wir natürlich auch 5. In der Mitte, wo wir, sag ich mal, die 3 freigeschlagen haben, schlagen wir noch nach oben weg. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Insgesamt sind es ja 7. So, die Mitte natürlich hier einmal auch noch mithauen. Und ganz oben machen wir nochmal so einen kleinen Zipfel rein. So, super. So, dann sind wir hier mit der Vorderansicht mit diesem Komplex auch fertig und gehen jetzt hier zu dieser Seite. Hier können wir natürlich wieder ein bisschen Massenarbeit machen, weil alle Seiten sind komplett gleich. Vorderseite wie natürlich die Rückseite. Das heißt, wir machen jetzt einmal schnell hier die Vorderseite zusammen. Das heißt ganz einfach, wir fangen unten wieder an und achten jetzt hier drauf, dass wir unten zwei haben. Dann an der Seite nochmal zwei Blöcke platzen und schlagen drei weg. Dann lassen wir drei Blöcke an sich da und schlagen wieder drei Blöcke weg und haben hier dann an sich so zwei oder natürlich drei, wenn man den immer mitzählt. So, die machen wir auch auf eine Fünferhöhe. 2, 3, 4, 5. Ne? Zack, machen wir 5 hin. Blub. Hier auch nochmal. 4 weitere Blöcke weghauen, dass wir hier 5 insgesamt haben. Darüber natürlich dann wieder 3 Blöcke da lassen und dann hier auch wieder 3 Blöcke an sich von der Breite und 2 von der Höhe. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Super. So, natürlich haben wir jetzt die Seite fertig und müssen das gleiche Spiel natürlich noch auf diesen anderen zwei Seiten machen. Okay, so, dann haben wir natürlich hier nochmal das gleiche
ausgeschlagen wie auf der Vorderseite. Wenn wir das Ganze haben, kann, wer möchte, das Ganze schon mal mit Glas befüllen. Außer da unten diese kleine Ecke, da kommt natürlich unsere Tür rein. Ja, sind die Fenster dann ausgefüllt? Wie das immer so bei mir klappt, ne? Zack, ist alles fertig, was man sich immer gerne vornehmen möchte zu bauen, ne? Ja, wenn wir die Fenster natürlich schon ausgefüllt haben, geht's weiter mit der Tür. So, jetzt kommen natürlich unsere Schwarzeichenblöcke zur Hand. Die platzieren wir hier unten, wo wir einmal freigehauen haben, einfach die drei Blöcke. An den Seiten platzieren wir einfach mal unsere Türen so nach hinten gerichtet und dann können wir in der Mitte ganz einfach unsere Blöcke platzieren, die einfach bis nach oben hin an der Ecke und dann über unseren Türen platzieren wir einfach umgedrehte Schwarzeichentreppen. Und fertig ist unsere Tür. Ja, und dann kann man natürlich hier reingehen, ja, aber innen drin ist ja leider noch nichts. Super, so, dann, wenn wir damit durch sind, können wir das Blockmaterial einmal wegtun und gehen wieder an unseren Briefkasten ran und holen uns wieder noch ein bisschen extra Blockmaterial. Hier, guck mal, die ganze Reihe, die können wir uns jetzt hier einfach mal rausnehmen. Die habe ich extra mal reingepackt. Mal gucken, ob wir auch heute alles hier noch verwenden. Denn wir holen uns einfach mal Bruchstein, Mauer raus, also allgemein eine Mauer rausholen. Dann holen wir uns noch Eisengitter raus. Dann holen wir uns Quarztreppen raus. Davon nochmal die passenden Stufen. Dann nochmal den Purpur-Block. Davon könntest du eventuell vielleicht auch Treppen und Stufen nehmen. Nur eventuell, wirst schon sehen warum. So, dann holen wir uns noch Netherziegelstufen und Netherziegeltreppe raus. Das ist dann unser Dach an sich. Und dann holen wir uns nochmal extra, ich weiß nicht, ob wir es heute verwenden, nochmal weißen Beton raus und Quarzblöcke. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial auch wieder zusammen haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, fangen wir erstmal an, die Fenster noch ein bisschen besser zu machen. Das heißt jetzt wieder erstmal so leicht immer ein bisschen Massenarbeit. Und zwar unter allen Fenstern, die wir jetzt gesetzt haben, setzt man einfach mal Stufen hin. Und zwar genau hier auf der Blockhöhe, also genau unseren Fenstern, können wir einfach mal Stufen hinsetzen. Okay, so, dann haben wir natürlich einmal unsere ganzen Fenstern Stufen platziert. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und zwar, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ich habe nochmal bei unserem Vorbau geguckt, wie ich das Ganze machen wollte. Und zwar ist bei unserem Originalding, also bei unserem originalen Haus, an sich, sag ich mal, über den Fenstern noch so kleine Vordächer. So, die machen wir einfach mal hier kurz. Ich mache mal kurz, ohne hier irgendwie was zu erklären. Ist eigentlich immer relativ offensichtlich. So, ist an sich das Ganze so etwa noch darüber. Die Farbe an sich ist, sag ich mal, der Rand ist immer so weiß und die Mitte ist so purpurer Block. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil beim Vorbau, da habe ich das Ganze optisch ja doch ein bisschen so, sag ich mal, hier so mit dem purpuren Block mir das Ganze optisch gemacht. Ich wollte das aber jetzt beim Original natürlich mit Treppen machen. Jetzt weiß ich nicht, das ist immer so Geschmackssache. Möchte man das Ganze sich in Quarzform machen oder doch lieber im Purpur-Block Treppenvariation? Muss man mal gucken, wie man das Ganze jetzt machen möchte. Ist jetzt einfach nur eine optische Frage. Und daher muss man mal gucken, was du davon nimmst. Ich habe mich jetzt dann nach langer Zeit und langer Überlegung dazu gebracht, dass ich jetzt doch lieber die Treppen in Weiß nehme, statt in Purpur-Block. Von daher mache ich das Ganze. Und das müssen wir natürlich jetzt auch einmal machen, überall, wo wir die Fenster haben. An sich jetzt nur bei denen hier unteren, bei diesen drei oberen bei unserem Eingang, da machen wir das Ganze einfach nicht. Aber bei allen anderen können wir das machen, auch jetzt hier, wo, sag ich mal, darüber jetzt noch nichts ist, da können wir einfach mal auch schon das Ganze einmal hinsetzen, weil das ist ja, sag ich mal, danach kommt ja schon darüber dann später unser Dach. Genau, so, dann müssen wir auch einmal hier kurz machen. Nachdem wir das natürlich geschafft haben, über unseren Fenstern, sag ich mal, das Ganze uns hinzuziehen, wie gesagt, kannst du ja aussuchen, ob es, sag ich mal, in Quarzvariation oder in Purpur-Block-Variation sein soll. Ja, danach geht es dann weiter hier, sag ich mal, oben bei diesen Fenstern. Da können wir schon mal eins machen, und zwar bei unseren seitlichen Fenstern, die auf einer 5er Höhe sind, können wir ja auf der letzten Blockhöhe hier von unserem weißen Beton an sich Quarzriemen hinsetzen, das Ganze bis hier hinziehen, wo natürlich denn der letzte Block hier ist. Da setzen wir aber die Treppe so an, dass sie hier sich aneckt. So, auf der anderen Seite auch nochmal drei Treppen umgedreht so hinmachen und der eine hier noch vor dem Fenster machen wir so, dass er aneckt. Okay, bevor wir das Ganze jetzt da weitermachen können, müssen wir erstmal unten hier dieses kleine Vordach ziehen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Bruchsteinmauer zur Hand und setzen die an der Seite einmal hin. Das Ganze machen wir auf einer 4er Höhe, 2, 3 und 4. Auf der anderen Seite auch nochmal 1, 2, 3 und 4. Super, danach müssen wir einfach darauf eine umgedrehte Treppe hinsetzen. Das Ganze ziehen wir dann bis zur anderen Seite hin.
Davon verbinden wir jetzt das Ganze mit der Wand und zwar machen wir hier normale Treppen hin. Bei der letzten machen wir nochmal darauf eine umgedrehte hin. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Das heißt, einfach zur Wand müssen wir ganz normale Treppen hinsetzen und hinten einfach eine umgedrehte. Genau, jetzt können wir schon an sich unsere Nieter-Ziegeltreppen verwenden. Die setzen wir hinten auf unserer umgedrehten einmal rauf und das Ganze können wir bis zur anderen Seite ziehen. So, hier unten können wir auch schon mal eine raufsetzen, erstmal als Orientierung, wie wir das Ganze machen wollen, aber ziehen das Ganze noch nicht bis zur Mitte. So, jetzt nehmen wir einfach mal unseren Purpurn-Block zur Hand. Den platzieren wir jetzt einmal bei der Mitte so ein bisschen hin. Ich sage einfach mal hier so. Zack, ich habe das so ein bisschen gefühlt geschätzt. Ansonsten können wir von unserem Eingang ausgehen. Hier ist natürlich dann die Mitte. Gehen wir einmal hoch, blub, setzen wir einmal hier das Ganze so ein bisschen hin. So, das Ganze machen wir, dass es einen so reingeht, ne, und machen daraus dann, sag ich mal, wie so eine kleine Pyramide hin. Hier hinter können wir dann, sag ich mal, die letzten drei Ziegeltreppen weghauen. Genau, so. Dann gehen wir jetzt hier vorne auf der Vorderseite jetzt. Also, jetzt sag ich mal, hier vorne auf unseren Quarz. Treppen, ja, setzen wir einfach Niederziegelstufen hin, das Ganze 1, 2, 3 mal, auf der anderen Seite auch nochmal, 1, 2, 3 mal und dann kommen wir schon zu den Quarztreppen. Die Quarztreppen platzieren wir jetzt hier natürlich an den Seiten von unserem Purpurnblock, machen wir einmal dahin, denn einfach noch einmal weiter darüber machen wir auch nochmal die Quarztreppen hin und das Ganze verbinden wir dann einfach mit Stufen. Du kannst natürlich jetzt auch hier unten nochmal Stufen hinsetzen, falls hier das Ganze zu viel Purpur ist. Aber ich finde, das geht eigentlich, von daher lasse ich die Stufen hier unten einmal weg. So, jetzt können wir den restlichen Teil hier einfach mal verbinden mit den Niederziegeltreppen. Das heißt, hier einfach hier alles jetzt so anecken lassen. Zack. Hier natürlich auch nochmal. Na, müssen natürlich hier treffen. So, super. Und hier oben setzen wir einfach zweimal Niederziegelstufen hin. So, hier natürlich noch die Seite einmal verbinden, damit das Ganze natürlich geschlossen ist. Wunderbar. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu unserem Eisengitter. Den platzieren wir oben auf unserer Quarzstufe hin. Kann man einmal machen und dann sind wir damit auch fertig. So, und das ist eigentlich an sich unser Vordach. Natürlich kann man das Ganze hier unten noch ein bisschen verkleiden. Ich empfehle euch da jetzt einfach mal, nehmt einfach Niederziegelstufen. Macht das einfach so, dass, sag ich mal, von den Quarztreppen an sich so ein kleiner Spalt noch übersteht. Und dann können wir das Ganze hier zuziehen. Du kannst natürlich auch kurz nehmen, wenn dir das besser gefallen sollte. Ja, dann sind wir damit unten fertig und können jetzt schon ein bisschen weiter höher beginnen. Obwohl, nee, wir fangen gleich ja ab dem Dach an. Wir setzen einfach mal jetzt Tür so zwischen den Fenstern einfach mal nochmal Bruchsteinmauer hin. Das Ganze ziehen wir bis nach oben hin, dass es hier mit den Treppen sich verbindet. Machen wir hier natürlich auch nochmal. Zack, bis wir oben angekommen sind. Wunderbar. So, und dann sind wir eigentlich mit dem Ziel, was ich heute vorhatte, eigentlich fertig. Das heißt, wir können noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, wir fangen jetzt schon an mit den Seiten unserer Dächer. Wir ziehen die Dächer heute noch nicht fertig, sondern wir fangen an, das Ganze an den Seiten schon nur so ein bisschen vorzuziehen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Massenarbeit. Das heißt natürlich, diese Seite geht zuerst los. Wir arbeiten dafür jetzt natürlich hauptsächlich mit Quarz. Das heißt, jetzt können wir einmal bei unserem Inventar ein bisschen was sortieren. Das heißt, wir nehmen mal unseren Quarzblock, können wir hier so ein bisschen näher packen, damit wir den gleich besser abrufen können und nicht immer hin und her scrollen müssen. So, wir fangen am besten hier an unseren Ecken an, da geht's los. Wir setzen einfach mal an unseren weißen Beton hier an sich zwei Quarztreppen ran. Dann können wir dazwischen, blub, einmal nach vorne ran so eine Stufe hinsetzen. Jetzt fangen wir schon an mit dem Block. Den platzieren wir jetzt einmal schräg von unserer Quarztreppe zweimal hin. Darauf platzieren wir jetzt eine Treppe. Hinter der Treppe machen wir eine Stufe hin, darauf einen Block. Und darauf dann eine Treppe. So, dann können wir an der Treppe wieder eine Stufe hin machen und dann davor wieder eine Treppe ran. So, und das müssen wir auf der anderen Seite auch machen. Wir fangen unten an. Erstmal hier, zack, Treppe, Treppe, Stufe vorne in der Ecke. Dann machen wir einfach hier schräg davon einfach einen Quarzblock, noch einen, dann Treppe rauf, Stufe hinten ran, Block rauf, Treppe oben rauf. Huf, das war keine Treppe, das ist eine Treppe. Dann setzen wir dahinter dann wieder Stufe an, stoßen perfekt oben an, setzen nochmal eine Treppe oben rauf. Wunderbar. Der letzte Schliff an der Seite ist dann das Ganze natürlich zu verbinden. Da nehmen wir unsere Quarztreppe zur Hand und die setzen wir dann hier einmal umgedreht dazwischen. Super. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, kommen wir natürlich jetzt hier auf der Vorder- und Rückseite. Natürlich fällt ja auf, ich habe auf der Rückseite das Ganze schon mal kurz gemacht, weil ich nochmal gucken musste, wie ich das Ganze mache. Da ist mir auch ein kleiner Fehler aufgefallen, aber der ist nicht so schlimm. Das ist einfach nur, dass wir den Block noch mit dazu hinsetzen. Wie wir das Ganze machen, machen wir auf der Vorderseite, damit wir mal gucken, wie das Ganze geht. Wir nehmen erstmal unsere Quarztreppe zur Hand und fangen natürlich an den Seiten an, wo ich, sage ich mal, hier die Quarztreppen hingesetzt haben. Natürlich umgedreht, hier gleich daran setzen wir eine
ganz normale Treppe ran, darüber eine umgedrehte und darauf dann eine normale Treppe, die mit der Rückseite dann hier zur Mitte zeigt. Dahinter setzen wir dann einfach eine Stufe hin, darauf einen Block, an dem Block dann einfach eine umgedrehte. Zack, schlagen den Block nochmal weg und machen darauf einfach eine Stufe hin. So, von der umgedrehten Treppe setzen wir schräg davon einfach eine normale Treppe hin. Dann geht es weiter erstmal wieder, dass wir eine Stufe hinten ransetzen, darauf dann auch wieder eine Stufe. Und hier an der Wand setzen wir dann nicht eine normale Treppe, sondern eine umgedrehte hin. So, ich bleibe mal hier kurz stehen, kann man das Video sich anhalten. Denn das Ganze muss man natürlich dann auf der Rückseite auch nochmal machen. Synchron müssen wir natürlich noch auf der anderen Seite auch machen. Da machen wir einfach hier auf der Höhe des Fensters hier ganz oben einfach eine normale Treppe hin, darauf eine umgedrehte, dann eine normale Treppe mit der Rückwand zur Mitte. Dahinter machen wir dann Stufe hin, Block hin. Dann setzen wir da natürlich eine umgedrehte ran. Irgendwie habe ich hier doch mehr einen Block hingemacht. Haben wir uns auf der anderen Seite verguckt? Tatsache, haben wir uns verguckt. Doch kein Fehler. Egal. Machen wir erstmal hier erstmal ordentlich das noch fertig, ne? Also, eine umgedrehte, ne? Das schräg davon machen wir natürlich dann wieder eine normale Treppe. Nach der normalen Treppe hinten Stufe ran, Stufe oben rauf, umgedrehte Treppe oben ran. Und dann davon überall machen wir überall oben nochmal eine Stufe dazwischen. So sieht das Ganze dann aus. Und auf der Rückseite, falls dir natürlich das jetzt passieren sollte, dass das Ganze denn hier so ein Loch hat, habe ich mich gerade gewundert. Es ist einfach nur, dass wir in der letzten Folge hier wo uns wohl leicht verguckt hatten, oder? Ja, da hatten wir uns leicht verguckt. Ist nicht schlimm, da setzen wir dann einfach, welchen Block lösche ich jetzt dafür, den hier einfach mal, setzen wir einfach dann bei der Lücke, falls du denn hier auch eine haben solltest, einfach einen Block hin, ist nicht so schlimm und dann ist das Ganze weg. Ha, so, Fehler erkannt. Super, so dann sind wir damit auch fertig und können jetzt hier natürlich bei der Mitte anfangen. Ist eigentlich relativ einfach. Wir fangen ganz einfach wie immer erstmal mit der Quarztreppe an sich an. Wir setzen die ganz normal auch hier auf unserer umgedrehten Treppe hin. Hinter der Treppe setzen wir einfach Stufe ran, Stufe oben drauf. Und dann machen wir einfach dahinter gleich wieder eine Treppe hin. Ne? So, da hinter der Treppe dann wieder Stufe ran, Stufe oben rauf. Und dann setzen wir dahinter auch wieder einfach eine normale Treppe hin. So, wenn wir das natürlich hinkriegen, und fertig ist das Ganze. Auf der anderen Seite auch nochmal. Auf der umgedrehten Treppe, Treppe rauf. Hinter Treppe, Stufe, Stufe. Und dann machen wir da einfach zack, normale Treppe hinter. Dann wieder Stufe ran, Stufe oben rauf und nochmal eine normale Treppe dahinter. Wunderbar. Ganz oben machen wir natürlich die Mitte zu. Stufe oben hin und dann auf der Stufe nochmal eine Stufe rauf. Super. So, jetzt habe ich euch ja das letzte Mal gefragt, wie wollen wir das Ganze machen? Wollen wir es auf der Rückseite auch machen? Ich habe mir jetzt gedacht, natürlich machen wir das. Sieht natürlich ein bisschen besser aus von der Rückansicht. Von daher machen wir das Ganze hier auch. Das setzen wir natürlich jetzt nicht hier drauf. Ne? Müssen wir natürlich auch vorne einmal hinmachen. Wie das Ganze dann später ist hier mit dem Fenster, da müssen wir mal gucken, dann mit dem einrichten. Aber so an sich das Ganze überstehen lassen können wir auch machen. Ne? Also eigentlich gleiches Prinzip wie vorne. So, nachdem wir natürlich die Mitte einmal geschafft haben, kommen wir jetzt natürlich zu dieser Seite. Ich glaube, das ist das Einfachste. Da fangen wir einfach auch wie immer an mit der Quarztreppe. Wir beginnen hier einfach mal an der Seite. Da fällt mir jetzt auf, nehmen wir mal kurz unseren... Obwohl, nee, lassen wir so. nee, wir nehmen einfach die Quarztreppe, setzen die jetzt an den ersten Block hier an der Seite an. Ja. Danach setzen wir dann ganz normal und gemütlich einfach normale Treppen hin, bis wir oben angekommen sind. Einfach so schräg wie eine Pyramide. Diesmal müssen wir nicht so viel mit Stufen hantieren. Einfach bis wir oben angekommen sind. Super. Auf der anderen Seite natürlich dann gleiches Spiel. An der Seite einfach blub. Treppe hin. Dann darauf normale Treppe hin. Und dann das Ganze bis nach oben hinziehen. Zack. Zack. Und die letzte. Super. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Stufen. Jetzt keine Angst. Wir setzen einfach mal eine Stufe hier vorne und an der Treppe wieder an. Dass es hier mehr so ein Fenster geht. Und dann setzen wir unter jeder Treppe nochmal eine Stufe hin. Damit das Ganze doch ein bisschen dicker und stabiler wirkt. So, und ganz oben setzen wir auch nochmal eine Verbindung hin und dann ganz oben drauf, zack, nochmal eine Stufe. Super. So, jetzt kommen wir natürlich noch zum Endstück und zwar dieser Seite hier. Das heißt natürlich, wir fangen erstmal wie immer mit den Treppen. Wir setzen jetzt hier einfach mal hier an den Seiten von unserem weißen Beton einfach wieder die Treppen umgedreht hin. In der Mitte dazwischen natürlich eine Stufe. Synchron können wir das Ganze auch gleich nochmal auf der anderen Seite machen. Zack, super.
So, jetzt geht es natürlich weiter. Und zwar müssen wir jetzt natürlich hier wieder den Rahmen machen. Wir fangen einfach mal hier schräg davon wieder an. Wir setzen einfach erstmal einen Quarzblock hin, darauf eine Treppe. Dahinter können wir gleich eine Stufe ranmachen. Block rauf, Treppe vorne ran. Und dann setzen wir hier hinten nochmal zweimal, zack, 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 so Stufen hin. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Schräg davon erstmal einen Block hinsetzen, Treppe rauf, Stufe hinten ran, Block rauf, Treppe rauf, ups, ich meine Treppe rauf. Und dann sind wir auch oben angekommen und da setzen wir hinten nochmal eine Stufe an und darauf auch nochmal eine Stufe. Super. So, wer möchte, kann jetzt sich ausruhen. Entweder machst du jetzt hier Quarzblöcke hin. Ich finde irgendwie mit Quarzblöcken sieht das auch cool aus. Oder du machst, sage ich mal, okay, gefällt mir nicht so ganz. Dann nimmst du statt Blöcken natürlich Treppen. Da könnte man sich wieder streiten, was möchte man da nehmen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal für die Seite einfach die Blöcke. Aber du kannst natürlich auch die Treppen verwenden, falls dir das Ganze besser gefällt. So, ups, ach, was baue ich denn hier wieder zusammen? So, jetzt sieht es ordentlich aus. Genau, und damit möchte ich mich auch jetzt hier für die Folge erstmal verabschieden. Wir haben viel geschafft, wir haben schon mal die Fenster drin, schon mal den Anfang fürs Dach. In der nächsten Folge setze ich mich jetzt gleich auch ran, damit die Folge ein bisschen früher kommt und nicht wieder eine Woche später, bis ich das Ganze hier wieder dazu komme, hier mal wieder was aufzunehmen. Ja, in der nächsten Folge machen wir dann das Dach fertig und dann gucken wir mit den kleinen Feinheiten, das heißt Garten. Ich mache euch nochmal die Maße hier vom Zaun nochmal, falls du das gerne haben möchtest, kommt dann alles denn in den nächsten Folgen. Okay, Freunde. So, dann würde ich sagen, haben wir heute viel geschafft. Wir können uns jetzt ausruhen und ja, stellen uns dafür natürlich vorne nochmal Safety hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Da kommst du hin zum Weiterbauen. Und ansonsten sage ich hier jetzt noch eins, und zwar ganz einfach, ihr wisst es. Tschüss.